dieses Video entlarvt Diddy endgültig. Du bist kein Mann, wenn du Frauen schlägst. Als er bei ihr ankam, warf er sie mit voller Wucht auf den Boden und trat zweimal auf sie ein. Truly sorry. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spielt keine Rolle. Komm, wir gucken mal rein. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein von Ben Bugatti. Dieses Video entlarvt Diddy endgültig. Ich habe mir das Originalvideo schon reingezogen und ich sag, das ist verstörend, Bro. Das ist richtig crazy, was der Typ da durchgezogen hat. Da gibt's auch keine Excuses für. Ich will da auch anregen jetzt mal hier an die ganze Zuschauerschaft. So jeder, der mal irgendwie das nur im Gedanken hatte, eine Frau so anzupacken, wie der das getan hat, so, der sollte ganz schnell anfangen, sich selbst zu helfen oder Hilfe zu suchen, so. Das darf niemals akzeptiert werden, dass man einen Schwächeren schlägt. Vor allen Dingen keine Frau oder Kinder, Digga. Weißt du, wie ich meine? So. Und ich finde es teilweise schockierend, wie weit das auch verbreitet ist, ne? Also ich habe da schon echt Stories gehört, auch von Mädels und so, wie der Mann die geschlagen hat und so Sachen. Da denke ich mir so, was seid ihr für ehrenlose Menschen? Ihr könnt, das ist mein Statement zu der ganzen Sache, du bist kein Mann, wenn du Frauen schlägst. Bist du nicht. Du bist kein Mann, Bro. Tu auch nicht so, mach nicht. Vor allen Dingen, das sind noch Typen, die dann auf Mann machen und so auf krass machen und so. Und ich hoffe, einige, die das tun, fühlen sich gerade getriggert, weil ihr seid keine Männer in meinen Augen. Community, ich liebe euch. Wir gucken uns das Video an. Ja, Mann, Daumen nach oben, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren. Ich liebe euch. Los geht's. Gang. Und los. Ey, yo. Was geht, Freunde? Holz? Ey, yo. Nicht viel, Bro, bei dir? Bruder, was war los mit seiner Stimme gerade? Ey, ja, was geht, Freunde? Rudy, you didn't know that, huh? Vor kurzem haben wir uns alle Kontroversen und Gerüchte über Diddy angeschaut, sodass der Großteil der Menschen mittlerweile verstanden hat, was für ein skrupelloser Mensch Diddy ist. Es gibt allerdings immer noch ein paar Leute, die glauben, dass Diddy unschuldig sei und nur so oft angeklagt wurde, weil die Leute an sein Geld wollen. Also ich glaube, an dem Punkt, da sind wir schon lange vorbei, Digga. Also für mich die nächste Sache, mit der man sich auf jeden Fall auseinandersetzen sollte, meiner Meinung nach, ist, wer dahinter gesteckt hat. Weil meiner Meinung nach ist Diddy auch nur ein Handlanger. Meiner Meinung nach ist Diddy auch nur jemand, der diese Sachen gemacht hat teilweise, einfach um, so ein bisschen so wie Epstein, weißt du? Man hat ja festgestellt, dass der Kameras in der Wohnung überall verteilt hatte. Auch da, wo die Partys gemacht wurden, dies, das. Und ich glaube, da wurde auch Material gesammelt, um so viele Menschen wie möglich aus der Musikindustrie oder auch aus der Entertainment-Branche generell kontrollieren zu können. Weißt du? Der Typ war definitiv auch nur eine Marionette, denke ich. Das ist mein Gefühl. Das ist das, was mein Gefühl mir sagt. So. Und man sollte mehr Augen noch auf die Leute im Hintergrund legen. Aber das wird ja bewusst, meiner Meinung nach, auch bewusst nicht getan, weil diese Leute auf einer ganz anderen Ebene beschützt sind. Weißt du? So Leute wie Clive Davis etc. Doch gestern wurde ein Video veröffentlicht, das auch den letzten Diddy-Fan zum Schweigen bringen muss. Denn CNN veröffentlichte ein Überwachungsvideo eines Hotels aus dem Jahre 2016, das die Vorwürfe von Cassie gegen Diddy mehr als nur bestätigt. Das Video soll Gerüchten zufolge bei der Durchsuchung von Diddys Villa gefunden worden sein, da Diddy das Überwachungsvideo für $50.000 vom Hotel abgekauft habe. Krass, das wusste ich nicht, Digga. In dem Video, das ich euch wegen den YouTube-Richtlinien nicht zeigen kann, ist zu sehen, wie besser, das will auch keiner sehen. Cassie sich aus dem Hotelzimmer von Diddy schleicht. Laut der Aussage von Cassie habe Diddy sie an dem besagten Abend geschlagen, sodass sie aus dem Hotel flüchten wollte, während Diddy schlief. Doch scheinbar ist Diddy durch das Schließen der Tür wach geworden, denn im Überwachungsvideo ist zu sehen, wie Diddy plötzlich aus dem Hotelzimmer stürmt und nur mit einem Handtuch bekleidet Cassie hinterherläuft. Als er bei ihr ankam, warf er sie mit voller Wucht auf den Boden und trat zweimal auf sie ein. Da Cassie einfach liegen blieb, versuchte Diddy sie zurück zum Hotelzimmer zu schleifen, bis er endlich von ihr abließ und... Ich frag mich, was muss in einem Menschen alles passiert sein, dass man sowas tut, Digga? Jetzt mal nur diese eine Situation. Scheiß mal drauf, was der sonst noch alles so gemacht hat, was wahrscheinlich noch viel kranker ist als das so. Aber nur diese eine Situation, was muss in deinem Leben passiert sein, dass du sowas tust, Digga? Wie kannst du auf eine Frau eintreten, die auf dem Boden liegt und so viel schwächer ist als du? Ich verstehe es nicht, Bro. Alleine in Richtung Zimmer ging. Cassie nutzte daraufhin die Chance und versuchte... Ich verstehe es einfach nicht, Bro. ...das Hoteltelefon, die Polizei zu alarmieren. Doch Diddy kam zurück und hielt sie davon ab.
Als Cassie dann flüchten konnte, bewarf Diddy sie noch mit einer Glasvase. Damit endet das Video, das mittlerweile um die ganze Welt geht. Als 50 das Video über Insta geteilt hat, war ich einfach nur sprachlos. Denn auch wenn ich mich wochenlang mit dem Diddy-Thema auseinandergesetzt habe, konnte man durch das Überwachungsvideo das erste Mal sehen, dass Diddy wirklich ein Monster ist. Und Bruder. Die ganzen Anklagen vielleicht stimmen können. Denn die Video... Egal. Also, ich weiß nicht. Ja, der Benny ist ein bisschen vorsichtig bei diesen ganzen... Also ich sag dir ehrlich, als dieser Lawsuit rausgekommen ist und so viele verschiedene Leute von diesen Sachen schon berichtet haben, so war mir klar, dass da auf jeden Fall was im Busch ist, so. Dass da auf jeden Fall was dahinter steckt. Man hat nicht handfeste Beweise gehabt, aber es gab genug Leute, die darüber geredet haben, wo man nicht mehr verleugnen konnte, dass auf jeden Fall ein bisschen was dran ist. Also ja, das ist krass, dass das Video rausgekommen ist, aber ich war vorher schon davon überzeugt, ob es richtig oder falsch ist, aber ich habe schon vorher gefühlt, dass der Typ auf jeden Fall Scheiße am Stecken hat, so. Die Aufnahme war noch schlimmer als in Cassies Anklage beschrieben. Und ich finde, dass auch das Hotel verklagt werden müsste, da sie die Aufnahmen... Es läuft auf allen amerikanischen Nachrichtensendern, also nix Sperre. Ja, Amerika ist auch leider auch was anderes als Deutschland. Also wenn du dieses komplette Video hochlädst in Deutschland, wirst du definitiv gesperrt oder demonetarisiert oder irgendwas passiert dann safe. Die verkauft und somit dafür gesorgt haben, dass Diddy seine Machenschaften verschleiern konnte. Deswegen dauerte es knapp 8 Jahre, bis das Video endlich bei der Polizei und am Ende im Netz landete. Die Frage ist auch wirklich, ob... Ja, Digga. Ich glaube, wäre... Man muss... Mich würde jetzt mal interessieren, warum der Bruder fallen gelassen wird von den Leuten, die hinter ihm stehen. Ob das wirklich daran liegt, dass Leute angefangen haben, ihn zu verklagen. Also ich kann mir 2 Szenarien vorstellen. Entweder es ist wirklich so gewesen, dass so eine Cassie und andere Leute rausgekommen sind und Informationen preisgegeben haben, beziehungsweise diese Klagen rausgehauen haben, sodass das so aussieht, okay, scheiße, es kommt immer mehr raus, wir müssen den Cousin jetzt fallen lassen und dann der fallen gelassen wurde und deswegen diese ganzen Informationen rauskommen, oder der hat eventuell nicht mehr mitgespielt. Vielleicht hat er nicht mehr das gemacht, was die von ihm wollten. Vielleicht hat er selber Gewissensbisse gehabt, vielleicht wollte er sich verändern, vielleicht wollte er einfach nicht mehr mitmachen. Kann auch sein. Und wir haben das alle gar nicht mitbekommen, weil wir werden es auch nicht mitbekommen, dass er vielleicht Diskussionen hatte mit den Leuten, die hinter ihm stehen. Vielleicht wollte er einfach nicht mehr mitmachen. So, könnte auch möglich sein. Unglaublich, Digga. Auch wenn dieses Video nur sehr kurz ist, musste ich euch einmal kurz auf den neuesten Stand bringen. Und ich hoffe wirklich, dass Diddy endlich für seine Taten zur Rechenschaft gezogen wird. Doch eins kann ich euch jetzt schon mal sagen. Nach dem Leak dieses Videos... Denke aber, die erste Theorie ist realistisch. Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch. ...ist Diddys Karriere offiziell beendet. Oder was sagt ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. ...gezogen wird. Doch eins kann ich euch jetzt schon mal sagen. Nach dem Leak dieses Videos ist Diddys Karriere offiziell beendet. Oder was sagt ihr? Digga, wir sind in so einer abgefuckten Welt angekommen, Digga, ich weiß gar nichts mehr. Gerade in dieser Entertainment-Branche, sag ich dir ehrlich. Keine Ahnung, Alter. Wirklich nicht. Weiß ich nicht. Möglich, ja, Digga. Also ich, in einer normalen Welt wäre seine Karriere jetzt beendet, ja. In einer Welt, wo es Moral gibt, Ethik gibt, wo Leute an Gott glauben, an das Gute glauben und so, wäre seine Karriere jetzt beendet, so, ja. Safe, auf jeden Fall. Aber was ich alles schon miterlebt habe heutzutage, was Leute alles schon durchgezogen haben, R. Kelly hat eine 15-Jährige geheiratet und seine Karriere ging danach erst richtig los. Weißt du, was ich meine? So. Da gibt's Leute, die haben offensichtlich irgendwelche Pedo-Gedanken im Kopf und was alles und was auch immer so. Harvey Weinstein freigesprochen. Bruderherz, Alter, mittlerweile kann ich dir nicht sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Industry-Leute immer noch mit dem zusammenarbeiten würden nach dem Shit. Vor allen Dingen nach seiner stabilen Entschuldigung, die wir uns jetzt gleich im Anschluss reinziehen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Was glaubt ihr, Digga? 1 in den Chat, wenn seine Karriere jetzt vorbei ist. 2 in den Chat, wenn ihr glaubt, da gibt es schon Möglichkeiten, wie er da nochmal rauskommt. Am Montag gibt es nach langer Zeit mal wieder ein paar wahre Hip-Hop-Geschichten. Und danach schauen wir uns den Aufstieg und den Fall der Fugees an. Also abonnieren nicht vergessen. Bleibt gesund und wir hören uns beim nächsten Video. Gerne.
So. Höre den Motherfucker, gib mir die Höri-Vibes, bro. Shoutouts gehen raus an Benny, Alter, Ben Bugatti Vegio. Cousin! So, kurz noch die Entschuldigung von Didi oder das sein Respond-Video reinziehen. Eins, sonst breche ich ab. Viele Zweier aber da gewesen. It's so difficult to reflect on the darkest times in your life. Sometimes you gotta do that. I was fucked up. I mean, I hit rock bottom. But I made no excuses. Dafür gibt's auch keine Excuses, Bruder. So, gibt's einfach nicht. Dafür gibt's keine Excuses, Bro. Da kannst du so tief, Bruder, ich war auch schon tief. Es gibt Leute, die waren tief, die haben Selbstmordgedanken gehabt, was auch immer so. Haben dann aber trotzdem nicht angefangen, Frauen zu schlagen oder Kinder zu vergewaltigen. Digga. Weißt du, wie ich meine? Es gibt einfach keine, es gibt kein Excuse, Bro. In that video is inexcusable. Ja, da hat er recht. I take full responsibility for my actions in that video. I'm disgusted. I was disgusted then when I did it, I'm disgusted now. I went and I sought out professional help. I had to go into therapy, go into rehab. Had to ask God for his mercy and grace. I'm so sorry. But I'm committed to be a better man each and every day. I'm not asking for forgiveness. Truly sorry. So. Was sagt ihr dazu, Chat? Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, so. Ich kaufe es ihm ab, wenn die Sonne im Westen aufgeht. Die Augen von ihm erzählen was anderes als das, was er sagt. Er entschuldigt sich jetzt, wo er erwischt wurde, ist doch klar. Bisschen Reue habe ich gespürt irgendwie. Dazu gibt's nichts mehr zu sagen. Gibt's auch nicht. Gibt's auch nicht. Wenn man nur auf die gesagten Worte eingeht, dann hat er recht. Dafür gibt's keine Excuse. Er bittet nicht um Verzeihung. Er übernimmt Verantwortung, hat sich Hilfe gesucht. Also das, was er sagt, ob das wirklich stimmt, weiß kein Mensch. Aber ja, so. Das sollte man auf jeden Fall tun. Aber ja, keine Ahnung, Digga. Wir bleiben gespannt, Bro. Schreibt mir eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein, meine lieben Freunde. Ja, krasse Situation auf jeden Fall. Aber ey, am Ende des Tages ist es, was man sagen muss, es ist auf jeden Fall eine gute Sache, dass diese Dinge exposed werden, auch wenn die Dinge krank sind. So ist es wichtig, dass die Leute auch teilweise sehen, was diese Vorbilder und diese Leute in dieser Industrie so durchziehen, Digga, weißt du? Das ist einfach wichtig, Digga, um Verständnis dafür zu bekommen und dann auch mal zu hinterfragen, warum man überhaupt solche Vorbilder hat, weißt du? Warum diese Leute aus der Entertainment-Branche, Rap-Szene, dies, das, überhaupt Vorbilder für die Kids sind, so. Weißt du? Und ob das überhaupt so sein sollte und ob wir das zulassen sollten, weißt du? Vielleicht für die ein oder anderen Eltern hier im Chat, dass die sagen, ey, Digga, ich lass meine Kids nicht mehr so ein Bullshit überhaupt hören. Ja. Ziehen wir unsere Lehre daraus. Ich liebe euch, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. Bro, der ist gefickt, weil er rausgekommen ist. Die Reue ist, weil die ihn eventuell canceln werden. Davor hat er Angst. Diese Schlange, seine Energie stinkt bis hierhin. So. Diese Trauer und so, das ist auch wahrscheinlich, weil er jetzt gefickt wurde. Kann alles sein. Aber ey, ich will mich nicht hier hinsetzen und sagen, dass er nicht vielleicht wirklich Reue im Herzen hat, Digga. Wer weiß das, Digga? Ich bin nicht Gott. Ich kann das nicht sehen. Ich kann nicht in den Bruder reingucken. Der ist ein versauter Cousin, der viele eklige Sachen gemacht hat. Das steht fest. Aber ich kann nicht beurteilen und hundertprozentig sagen, dass er vielleicht einige Dinge bereut oder nicht bereut. Weiß ich nicht, Digga, ich weiß es nicht. Was wir tun können, ist die Sachen, die er getan hat, auf jeden Fall verurteilen. Und das ist auch richtig so. Diese Taten, das ist auch nicht rechtfertigen, Digga. Findest du es moralisch vertretbar, Diddy oder R. Kelly noch zu pumpen nach dem Ganzen? Kommt drauf an, Digga. Also ich sag ehrlich, ich pump die Jungs eh nicht. Hab die Jungs eh nicht so krass gepumpt. Aber wenn ich Bock habe, einen R. Kelly-Song zu hören, dann höre ich den. Haben wir ja sogar im Stream gemacht. Ich habe ein Jahr oder so R. Kelly nicht mehr gehört und dann habe ich ab und zu mal einen Song gehört, habe wieder gevibed. Den Vibe kannst du ja nicht wegnehmen, Digga, wenn du damit groß geworden bist, weißt du? Du musst es halt ganz klar trennen von seinen Taten. Der kann ja ein abgefuckter Mensch sein
und teuflische Dinge getan haben, aber trotzdem eine gute Stimme haben und krasse Songs gemacht haben, weißt du? Es geht ja. Ich verstehe die Frage, Digga, und ich verstehe, aber ich würde auch verstehen, wenn Leute sagen, pump ich nicht mehr. Ich meine, ich bin mittlerweile so weit, dass ich generell nicht mehr so viel Rap und aus dieser Industrie so viele Sachen pumpe, weißt du, wie ich meine? Weil ich einfach gemerkt habe, generell, wie viel Müll da auch rübergegeben wird, wie viel Müll da erzählt wird, was für eine Message die teilweise haben und so, dass ich mittlerweile fast nur noch Koran, Frequenzen und Reggae höre, Digga. So. Das war so eine grundsätzliche Entscheidung, wie ich auch grundsätzlich keine Pornos mehr schaue und so, ja, weißt du, wie ich meine? Das ist so. Ich verstehe. Aber trotzdem supportet man, wo Support nicht hingehört. Ja, das muss ich mir auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall berechtigte Kritik, die man sich anhören muss, wenn man das noch macht. Da kannst du jetzt aber auch nicht wirklich widersprechen, so.